kenne ich seit meiner Kindheit, wo es noch komplett anders ausgesehen hat, was noch wirklich sehr, sehr klein war. Immer, also ich bin schon da, seit ich ein Baby bin, glaube ich. Ich kenne ihn auch schon seit Kleinkind auch. Ja, mindestens 15 Jahre. Ich bin wirklich seit meiner Geburt so ungefähr 2 bis 3 Mal im Jahr da halt. Und davor waren wir halt eher bei den Märchen noch und jetzt fahren wir halt mehr Achterbahn. Mit der Rattenbahn. Und wieso genau mit der Rattenbahn? Was gefällt dir daran so gut? Dass das so hoch und runter fährt, das ist voll cool. Die Rattenbahn. Ich finde, der Elsie so hoch ist und dass sie so schnell ist wie die Götterblitz. Ah, die Krokodilbahn heißt die, wo man ins Wasser reinfährt. Das ist echt eine feine Sache. Für mich eigentlich die Rattenmühle ist am lustigsten irgendwie. Für die Kinder, den Kindern taugt das Traktorfahren eigentlich am meisten und Schweinsgalopp. Die Abwechslung, man hat eigentlich alles. Also für die Größeren, für die ganz Kleinen, auch für die Erwachsenen. Also ist sehr abwechslungsreich. Das Erste, was mir aufgefallen ist, eigentlich, wie wir reinkommen sind, erstens, dass es so viele verschiedene Sachen gibt, für größere Kinder, für kleinere Kinder, weil wir haben noch einen größeren Sohn auch und dem taugt es auch. Und dass alles, dass es überall was zum Sitzen gibt, dass es so sauber ist, dass es uns eigentlich am besten gefallen. Es ist immer lustig und es ist immer etwas so Neues zu sehen. Ja, es ist auch wirklich egal, wie alt man ist, man hat wirklich immer Spaß. Ich finde es cool, wie sich der Park jedes Jahr irgendwie entwickelt. Also wenn ich jetzt so an meine Kindheit zurückdenke, wo es den Märchenwald gegeben hat und das war es eigentlich, dass da jetzt jedes Jahr neue Attraktionen dazukommen. Und das sage ich von ganz klein bis ganz groß.